Hallo und willkommen zurück. Weiter geht's mit einer neuen Folge Let's Play RimWorld. So, ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir passt alles soweit. Ein Wildschwein geht etwas spazieren. Das sollen wir uns das zähmen? Wir haben ja Haussäue. Das könnte sich der Dead eigentlich mal zähmen. Aber ich habe mir überlegt, wir haben ja gesagt, wir machen hier unten dieses kleine Gebiet hin für die Schweinchen. Überhaupt jetzt mal für Schweinchen oder unsere Tiere. Jetzt haben wir aber hier oben natürlich schon das Heu hingemacht. Wir werden das hier ändern. Und zwar machen wir... Was macht man da draus? Nehmen da mal die Heilwurzeln schon rein. Und... Anbauzone. Wir machen hier ein großes Feld mit Heu. Das muss weg, das muss weg, 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 weg. Okay, das passt. Und dann sagen wir nämlich, ihre Gebiete verwalten. Jetzt nehmen wir uns doch mal ein neues. Und zwar heißt das jetzt Tiere normal. Und ein neues Tiergebiet. So ein Fehler. Umbenennen. Tiere für einen Angriff. Tiere normal. Genau. Baja ist unser Husky, der darf im Heimatgebiet bleibt er mal. Die Säue bleiben da. Okay. Müssen wir das noch ändern? Tiere normal. Sagen, die dürfen hier raus. Die dürfen da Fressi Fressi machen. Weil das sind einfach nur Zuchttiere. So, die Baja, unser Husky, darf überall rumwackeln. Das ist völlig in Ordnung so. Und du trägst jetzt endlich was am Leib. Kalksteinknüppel. Jetzt haben die doch tatsächlich da unten den Typen. Die Leiche verräumt, wollte ich schon sagen. Erntet Ameisenbaum, okay. Sklavenhändler im Vereinigten Dorf der Tranka. Zum Ort springen. Ja, dann gucken wir mal, was die haben. Die Sklaverei unterstütze ich zwar nicht, aber wir können ja mal schauen, was die haben. Das Einzige, was ich versklave, sind hier die ein oder anderen Tierchen. Wo waren jetzt unsere Nation, sag mal. Hä? Ach, hier. So. Ich hab doch gesagt. Waffenhändler kommt auch noch. Ganze Heilwurzel. Dass er fertig ist, Psycho ist damit voll und ganz im Gange. Okay, jetzt müssen wir mal schnell schauen, wer hier am sozialsten ist. Er hat nur zwei, drei.
Schon wieder unser Psycho. Ne, wir warten mal, bis sie kommen. Dann gucken wir mal, was sie zu tun haben, zu sagen haben. Das sind jetzt aber die Waffenhändler schon mal. So. Guti gut. Das haben wir. Unser großes Lager haben wir. Dad ist erstmal auf der Krankenstation. Stoff und Hose trägt er schon. Ja doch, das ist in Ordnung. Wo ist unser Psycho? Hier auf dem Feld. So, handle mal mit den Raptoren. So schimpfen die sich zumindest. Hier unten der hier, Raptoren. Sammelshändler Stahlspeer schlecht. Langbogen. Bogen. Sklave. Sklaven. Waren das nicht die... Okay, gucken wir mal. 15-Jährige. 1397. Ihr seid da vom Fisch bespuckt. Bauteile. Und das, was ich habe, wollt ihr nicht, ne? Genau. Ein paar Waffen. Ein bisschen was zum Ballern. Ja, ich würde euch gern abkaufen und ich würde euch gern ein Leben hier geben, aber... Ich habe nichts, was ich euch... Wir wollen nur Cash, nichts anderes. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das müssen wir abbrechen. Auch wenn ich gern diese 15-Jährigen da rausgeholt hätte, und den anderen. Die hätten bei uns mit Sicherheit auch ein Leben. Und unter Garantie auch ein besseres. Was ist eigentlich mit Dad passiert bei dem Affenangriff? Hat's ihn da... Oh, hat sich der gute Dad die Faust geprellt gegen den Affen. Du bist aber auch wirklich ein Sugar Daddy, ja? Bist du nur aus Zucker oder was? Mann. Heulerig. So, was haben wir hier? Mörsergeschoss. Jawohl, das brauchen wir bestimmt jetzt schon. Das ist bestimmt was für unseren Psycho. Ein Anti-Psycho-Folienhelm. Bauteile. Haben die nix? Ja, die haben eigentlich nichts Interessantes für uns. Ne. Die wollen auch nichts. Ist okay, Psycho. Dann darfst du wieder deines Amtes walten. Ihr könnt nach Hause. Schwindet. Euch will ich nichts am Hut haben. So, produziert die Jacke. Das ist in Ordnung. Unser Dad hat sich ausgeruht. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir unsere Arbeitsstätte. Hier haben wir die Schlafbereiche. Hier haben wir das Kühlhaus für das Essen. Hier unten werden wir dann mit die Tiere weitermachen. Wir werden hier auf jeden Fall nach oben expandieren, dann mit unseren Feldern. Und dann werden wir dann wahrscheinlich weitere Lebensbereiche hier erstmal um die Lageristik drumherum bauen. Das heißt, dass wir dann auch oben, wir werden uns jetzt mal eine Windturbine anlegen.
Brauchen immer noch Bauteile. Nicht vorhin gesagt, die sollen mal abgebaut werden irgendwo? Oh Mann, oh Mann. Psycho-Bahn hat sich vollständig erholt. Das ist auch in Ordnung. So muss das sein. Während der Arbeit erholen. Und das ist unser Waffenhändler, glaube ich. Wollen wir noch schnell schnacken? Achso, das waren die ja. Bauteile haben wir 21. 23. Ne, komm, das holen wir uns nicht. Wir bauen das selber. Komm, verschwindet, haut ab. So, das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt. Die schlafen. Was haben wir hier? Stahl. Sandstein. Glasstahl. Eine Marmorwand. Stahl. Also wir haben hier hinten sehr, sehr viel Marmor. Da könnte man dann natürlich auch... denn hier schon wieder? Ne, ist verbunden. Da könnte man dann natürlich auch, weil ich gerade aufgehört habe mit Marmor, unsere Wohneinheiten so allmählich mal ein bisschen neu, nach und nach neu bauen, nachbauen. Und zwar möchte ich weiterhin dabei bleiben, dass jeder Einzelne seine eigene Bude hat. Nur werde ich die dann wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Also vielleicht so in dem Bereich, wie wir jetzt hier zwei Blöcke haben. Wird dann eine Einheit. Und die werden wir wohl auch mit Marmor außenrum basteln. Mal gucken. Weil Marmor haben wir hier wirklich massiv viel. Ja, und... hey, warum nicht? Trägt auf jeden Fall ein bisschen zum Wohnambiente bei. Bauteile 27. Zone. Und der nächste Waffenhändler. Na komm, du mir ruhig an, das ist mir egal. Kann dann mal gucken, dass wir aber so allmählich dann vielleicht sogar na, ich habe gesagt, Holz hacken. Ein bisschen Holz hacken. Und pflanzen wir hier noch eine Tür rein, nach oben. Dass das Zeug hier jetzt mal langsam überdacht wird, damit auch nichts verrottet und verdorrt. Ah, die Svetlana. Mal gucken, was sie haben.
exzellentes Präzisionsgewehr für 1250. Das lassen wir. Wir legen jetzt mal noch nicht so viel Wert darauf, auf diese ganzen Wafferei-Geschichte. Wenn es auch vielleicht ein Fehler ist, man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, wann hier die Piraterie losgeht, wann die Piraten mal auf. Das hat euch wer gesagt, dass ihr das dürft? Sag mal, ey. Verschwindet da mal raus hier. Kann ja wohl nicht sein. Ich überlege gerade. Es ist relativ groß genug hier, dass wir dann auch deutlich mehr Viecher noch mit unterbringen können. Dann könnte man ja dann auch noch die restlichen Frisalienfelder hier drumherum bauen für die Tiere. Wenn das hier nicht ausreicht. Ach du Himmel. Was haben wir denn hier gemacht? Ach Mann. Was habe ich jetzt gemacht? Anbauzone. Heugras, bitte. Ja, ist okay. Das machen wir irgendwann mal. Pflanzen entfernen. Das muss weg. Ach Mann, jetzt haben wir einen total einen Scheiß fabriziert hier. Mann. Forschung abgeschlossen, schmieden. Gut. So. Jetzt gehen wir weiter auf die Mechanik. Wobei die aber nur mit uns Mörser bringt dann. Ermöglicht den Bau einer kleineren Raffinerie zum Herstellen von Kraftstoff. Benötigt Elektrizität. Kraftstoff ist mit Sicherheit gut. Medizinherstellung kommen wir. Grundlagen Mikroelektronik, das ist okay. Schmelzofen, automatische Türen. Was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, den Treibstoff. Ich weiß noch nicht genau, für was wir jetzt den Treibstoff brauchen. 700. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in die Grundlagen Mikroelektronik rein. Zumindest weiter, dass wir hier erstmal ein größeres Spektrum haben. Zum Beispiel können die guten Leute dann irgendwann mal einen Röhrenfernseher in ihre Bude bekommen. Aber überwiegend möchte ich es auch erstmal für die Medizinherstellung haben. Ne, dass wir dann auch unsere eigene Medizin herstellen können. So, das Ding ist überdacht jetzt. Jawohl. Dann haben wir hier einen Steinmetztisch. Was können wir da machen? Das brauchen wir jetzt mal nicht. Noch nicht. Produktion. Haben wir nicht vorhin irgendwo? Logisch ist sie 29 Jahre alt, aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen die hinterlaufenden Piraten kämpfen müssen. Ein Bounty namens... Warte mal, Machtgemeinschaft, das hat man doch vorher schon mal. Ich glaube, mit denen wollen wir da ganz gut gestellt. Nehmen wir sie oder nehmen wir sie nicht? Nehmen wir sie oder nehmen wir sie nicht?
Komm, ich bin ja mal nicht so. Kunst, Fernkampf. Ist auch noch gar nicht mal so blöd. Nur werden wir jetzt dann wahrscheinlich... Jetzt ist bloß die Frage, von wo die dann kommen, die Piraten eventuell. Ach, das ist ja nur eine mit dem Knüppel. Ach komm schon. So, Dead. Kampfmodus. Lasttiere frei. Ne, nicht im Nahkampf. Wo sind die Bayer? Ja. Kommt die Bayer? Ja? So. Im Winter hat sie nichts dabei. Wie sieht es mit unserem Dead aus? Prellung an der Wirbelsäule. Scheiße. Wirbelsäulenbruch. Behandlung ist jetzt notwendig. Ach, das ist unser... Ach, scheiße. Unser Wauwau. Wirbelsäule gebrochen. Bruch in der Wirbelsäule. Und unser Dad? Hat auch einen Bruch in der Wirbelsäule. Und der Knüppel, der knallt da ganz schön hart rein, ha? So, die Lumi. Lumi. Du brauchst natürlich... ein Bettchen. Böden, kriegst du einen Holzboden rein. So, wir machen das erstmal genauso wie bei den anderen. Wo ist dein Bettchen? Da ist ein Bettchen. Da ist ein Lichtchen. Guck mal, ja. Was kommt da immer hochgeschrieben? Bell- und Knüppelqualität. Aber nicht, dass du da noch drunter leidest, ne? Ja, da hat er Dead kräftig auf die Schnauze bekommen. So, Lumi. Feuer. Alle Feuer löschen, Patienten löschen ist sofort. Das ist das Wichtigste. Pflege. Kannst du nix. Bettruhe. Bettruhe geht ihr mal gleich rein. Es ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall durchhaltet. Tierpfleger. Machen wir da mal eine 1 mit rein.
Jäger. Kriegst du auch eine 1? Sonst im Rest ist ja, Kunstwerke, das brauchen wir jetzt ja nicht wirklich. Porsche wäre was Tolles gewesen. Okay, da wirst du primär mal die Putze und Träger sein, so leid es mir tut. Und wenn es jagen, wenn man jagen muss, gehst du halt jagen. Und das kriegst du Priorität 2, dass du damit helfen kannst beim Bauen. So. Feldarbeit machen wir die Priorität 3. So, Bettchen, wähle Besitzer. Lumi Hunter. Bayer ist über den größten hinaus. Heute Mediziner oder schlechter fürs Tier. Und was haben wir beim Dad? Das Beste. So muss das sein. Nahrungsmangel, trivial. Haben wir nichts zum Beißen oder was? Oh, 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 oh. Wir müssen jagen gehen. Und diese Leiche entsorgen hier. Nee, komm, den schäbigen Knüppel brauchen wir nicht, der kann da verrotten. Soraya forscht. Gut, den werden wir jagen. Brauchen ein bisschen Fleisch. Brauchen wir auch. Brauchen wir auch. Gut, ihr Lieben, diese gehen zur Nachtruhe. Ich werde das auch bald machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier auf meinem Kanal von und mit Iron Balls. Wenn es dann weitergeht in den Let's Plays. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Habt eine tolle Zeit und immer locker durch die Hose atmen. Bis dann. Ciao. Tschüss.